Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, so von dem gleichen Video. Heute ist es ein bisschen spät, deswegen ja, sind wir gerade dabei und flüstern ein bisschen. Und flüster, 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 flüster. Auf jeden Fall. So. Mit dem gleich. Genau. Leider. Leider. Ja. Leider. So, Rumble Time. Ja, jetzt wieder Rumble Time. So, hier sofort und gleich YouTube 2 gegen Animation Throw Up. Throw up. Und das Match scheinen wir wohl zu gewinnen. Und dann würde ich sagen, Throw up. Animation Throw up. Bisschen leiser sein, Alter. Und deswegen. Das schlägt doch Paus. Ja, ich bin doch schon leise. Ich bin doch schon voll leise. Auf jeden Fall der gleiche Stil. Ja. Leute, ich habe gerade, ohne Spaß, ich habe auf dieses Mikrofon habe ich einen Kompressor gelegt. Das hat. Einen Kompressor gelegt. Ja, es gibt so einen Filter. Und den habe ich mega laut gestellt. Das bedeutet, alles, was wir sagen, ist extrem laut. Alle Hintergrundgeräusche, die jetzt passieren sollten, sollte aber nicht, sind extrem laut. Hier hinten den Super Tanztrupp. Super Dance Squad, was ist denn das? Super Tanztrupp. Bist du noch ein bisschen leise? Ich bin leise. Bist du leise? Doch. Nee. Ich bin sowas von mega leise. Auf jeden Fall. Oh, hallo. Bam! Hallo, ich heiße Elfer. Alles weg! Alles weg, schubidubidu, 97, yeah, schnubbelibbelibbeli, ruckelibbelibbeli. Ich weiß, oh, da macht noch jemand mit. Wo du das her hast. Hm? Weißt du, wo du das her hast? Na, woher hab ich das denn? Nein. Doch, der hat es doch auch da gemacht, der. Du warst schon weg. Nein. Doch. Ja, das war mag sein. Aber Lugo oder so. Ja, aber das habe ich vorher schon. Ey, cool, ist vor dem schon. So. So. Wenn ihr die Serie kennt, schreibt mal in den Kommentaren. Vielleicht erratet. Vielleicht erratet. Ey Leute, das ist spät abends, auf der Zeit übrig. Erratet ihr das? Erratet ihr das? Oh. Jetzt kommen wir grammatikalisch in die richtige Richtung. Alter, zum Lehrer? Klar. Stimmt, der gleich. So, GDBGDB. Ey, das würde sogar perfekt passen. Gleich. Das passt perfekt. Schmutz jetzt setz so. Mal, setz mal da oben. G. Nee, guck mal. G-L-E-I-T-H. Toll. Toll. Nice. Super, genau. Also, Herr Gleis, neuer Name ist das GDB. Da oben steht. GDB? Da oben steht mein Name, genau. Du GDB. Hast voll und ganz recht, ja. Das ist Herr Gleis, neuer Name. GDB, GDB. In Zukunft. What? In Zukunft wird der Kanal nicht mehr sofort im Gleich heißen, sondern sofort mit GDB und GDB. Was erzählst du da? Gar nichts. So, und eine glatte 100. 100. Der hat gleich ja 6 Buchstaben. Nein! Das sind jetzt Erkenntnisse. Und Herr über hat vier. Die deutsche Sprache. Alter, was geht denn da? Was denn? Hm? Hat er ja gerade. Da, wenn ich da gucke. Denn was? Das ist ja. Was passiert denn da? Was denn? Kann Dante Mann mit dabei sein? Weiß nicht. Ich habe eben gerade. Ja, ich habe eben mal gesehen, weil er ein paar Matches wohl irgendwie verpasst hatte. Keine Ahnung, weil irgendjemand ist hier, oder schauen wir vielleicht sogar ein paar mehr sind, die gerade, das bin nicht nur ich alleine hier. Also, ja, wir haben es mitten in der Nacht, ich denke mal, jeder... Nein, jetzt bin ich alleine. Ich denke mal, weiß jeder schon, wie es ist. Ich sag mitten in der Nacht. Die Mitte der Nacht. Ja gut, man sieht's ja anhand... Ja, die Mitte der Nacht ist 3 Uhr. Man sieht's ja. Wie spät es wahrscheinlich jetzt bei uns hier ist. Sehr gute Erkenntnis, also gut. Die Mitte der Nacht ist 3 Uhr. Gut, wir haben natürlich, jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja auf der, in der NGL 2 haben wir ja viele internationale Leute. Und insofern, international people. Die sind natürlich, je nachdem, wenn sie aus Amerika kommen oder so, sind natürlich zu einer ganz anderen Uhrzeit jetzt wach. Jetzt ist quasi bei denen, jetzt müsste es ungefähr, wenn ich mich noch nicht rechnen, 99. 20 Uhr sein.
Ja, irgendwann abends, ne? 20 Ist Uhr. gerade so die richtig gute Uhrzeit, nach Hause zu kommen. 7 Stunden und Hm. so weit. Also in den meisten Zeiten, da musst du quasi entweder es ist 21 Uhr, 20 Uhr oder 19 Uhr. Ungefähr. Ungefähr 7, 8 oder 9 Stunden. Radazzo. 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 Das ist Radazzo. 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 Deine Kinder sind ja nicht 12. Ja. Und es dauert so ewiglich lange, ne? Und ja, auf den 30. Oh, es ist abartig. Wie viel Quatsch der machen? Hoffentlich. Ich glaube 250 oder 350. Ich glaube 350. Können wir gerade mal schnell gucken? Aua. 350. Ich glaube 350 sind es inzwischen dann, ja. Warte mal, können wir mal gerade reingehen? So. Ne, ich mache erstmal schnell die Kämpfe fertig. Nein, doch, gehen wir gerade mal rein. Ich glaube, es sind 350, die ich brauche jetzt. Ja. So. Und dann gehen wir da drauf. 350, ich habe gerade 26. Vor allem das Schöne. Wie lange hast du die schon für die 12? Eine Woche. Wow. Ja. Also irgendwann so in ein paar 10, 20 Wochen noch so. Das Problem ist halt, du machst so deine 10 Kämpfe am Tag. Ungefähr mache ich dann auch nicht immer. Also je nachdem, wie halt die Zeit, gerade wenn jetzt der Rumble ist, mache ich nicht wirklich jetzt mal 10 Kämpfe noch mehr. Weil da hast du sowieso schon genug zu tun tagsüber. So und naja, und dann hast du so im Normalfall deine 10 Kämpfe. Hast du im Normalfall deine 10 Kämpfe am Tag? Und davon schaffst du dann vielleicht, ja, dass du bei 3 Matches oder so, 2 bis 3 Matches kriegst du Charaktermarken, ja. Also bei 3 Matches kriege ich Charaktermarken. So. Und da ich die ja zum einen für Dale benutze und zum anderen für die Tina, kriege ich die halt nicht immer nur für die Tina. Ich versuche den Dale ja auch nach oben zu bekommen als Verteidigungscharakter. Na, hier von. Ganz ich will ja gar nicht lauter reden. Ja, wo ist doch lauter? Jeder Mensch wird ein bisschen lauter. So, ich mache erstmal den Roche. Und dann überlege ich mir jetzt hier, ob ich jetzt das Hasenkostüm. Ja, ich mache das Hasen. Das Hasenkostüm. Das Hasenkostüm. Und mit hier kann ich den jetzt zum Heilen benutzen. Und den Bänder mit Mr. Front gibt die. Warum ist Mr. Front keine Charakterkarte? Ja, das ist eine gute Frage. So. Hey, das macht so gar keinen Sinn. So, jetzt habe ich hier den Bobby. Und jetzt ist der weg vom Fenster. Da. Mit 96. Ja, die hätten daraus eine Charakterkarte machen können, bin ich auch der Meinung, aber. Schwer zu sagen. Naja, gehen. Peter. Uns not. Ne, Mr. Front mache ich dann mit Eugene. Gehen wir mal den Chicken Fight. Dann Eugene mit Mr. Front. Und jetzt ist das Ding eh gelaufen. So, ist eine Karte 100. Boom, Schakalaka. Also, ich habe mal hinbekommen, eine Karte 100. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Leute, holt euch alle Pokémon, das war ich jetzt geschafft. Guckt euch die Zähne nochmal neu. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nee. Ich hab's mal geschafft. Ja. Große Servo ist natürlich geil. Ja, komm, mach mal Große Servo.
Das war, glaube ich, sogar die richtige Wahl gegen ein Time for Hard Liquor. Jetzt haben wir hier die Tina. Da steht Zeit für hartes Gesöff. Ja, Zeit für hartes Gesöff. So haben wir eine Butt Toucher Tina. Eine Toucher, eine Berührer-Tina. Eine Berührer-Tina. Genau. Eine Brüder-Tina. Eine Brüder. Eine Brüder. Ein Eine Hinterteil-Berührer-Tina. Brüder-Tina. Brüder-Tina. So. So, ja, meine 10 Matches gewonnen. Dann schon wieder rot, dein Pegel. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Phobos, Gabriel, Jesse, Cuddly, Zardos, Ililil, Marunga, Nati, The King, Manu Baya, Snorts, Dreifuchs, Albertus, Oshi, Damteman, Alexander, Simal, X-Strike, BBBBB, Georgios, Ruffy, Quarkmüller, Bedes-Jalin, Autorack, Daveni, Realhastknecht, Blaze2der, Sam2awesome, Andrelo, Matulica, Tamas, Tinu, Wilbur, ja, ich habe mehr, 21 Savage, Nüsse, Mark Foul, Ich Catweasel, werde noch Vitenam. jetzt 24. Dann Und kommen auch ja. keine Punkte mehr dazu. Nein, ich habe ja nicht jedes Match gewonnen, ne? Okay. So, Keyal, NG und unser. Ah, die beiden waren da und Keyal, NG, Vitenam und wahrscheinlich der Player. Vermute ich mal, wenn jetzt kämpfen. Player? Wie fällt das denn bis denn? Der ist. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist. Ist der Arena 15 oder so? Oder Secret Fight Club? Weiß ich. Was? Und kriegst du 87 Punkte? Ja, ein Match hat er wahrscheinlich bis jetzt da gut bekommen. Vermute ich jetzt einfach Ein mal. Match. Ja, hat er jetzt gerade hier scheinbar bekommen? So. Weiß ich nicht. Viel Glück. So. Ja, also man muss dazu sagen, das ist halt ausnahmsweise mal ein echter Player. Also, wir haben das oft ja gehabt, dass immer irgendwelche Player reingekommen sind, die Hammer-Dinger haben, Hammer-Werte oder so, und dann kurz vor einem Rumble oder sowas verlassen die dann die Gilde wieder oder gehen raus, beziehungsweise zum Bot kommen. Und das ist ein echter Player. Ich war auch erst sehr skeptisch, aber ich habe mir gedacht, okay, sieht gut aus, funktioniert scheinbar. Also dann, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut uns nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt, die Emission 2 oder mit mir, dem Herrn gleich, macht's gut, bis dann und tschüss. Mit mir nicht, oder was? Ja, dem Herrn sofort auch. Wow.